Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Nach vielen Gesprächen mit Menschen in unserer Region habe ich mich entschieden, im kommenden Jahr doch wieder für den Deutschen Bundestag zu kandidieren. Auf meiner Westküstentour der vergangenen Monate ist deutlich geworden, dass viele Menschen hier bei uns in der Region mich als starken Vertreter ihrer Interessen in Berlin behalten möchten. Auch die Mitglieder der SPD in Nordfriesland wünschen sich, trotz meines Wunsches in den Landtag zu wechseln, mehrheitlich, dass ich meine Arbeit als Bundestagsabgeordneter fortsetze. Nach intensiven Gesprächen mit meiner Familie und meinen Freunden, die dieses Ansinnen unterstützen, stelle ich mich in der Wahlkreiskonferenz der SPD für Nordfriesland und Dithmarschen Nord in Husum am 19. November diesen Jahres erneut für das Mandat zur Verfügung. Bis zu dieser Nominierungsversammlung werde ich nun in Nordfriesland und Dithmarschen intensiv Gespräche mit meinen Parteifreunden, aber auch mit den Bürgerinnen und Bürgern führen, um politische Ideen für unsere Westküste in einer neuen Wahlperiode des Bundestages zu sammeln. Ich möchte Sie herzlich einladen, mit uns zu diskutieren, wie die Politik für die Westküste in der kommenden Wahlperiode gestaltet werden kann. Fangen Sie doch gleich an, am besten auf meiner Internetseite unter www.matthias-ilgen.de.